Willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute senden wir Ihnen alle 24 Stunden die neuesten Nachrichten. Bei Helene Fischer dreht sich alles um das Beste, was sie wirklich will, damit ihr Baby komplett wird. Helene Fischers lang gehegter Traum von einer eigenen Familie wird sich in naher Zukunft erfüllen, doch sie hat noch viel vor, denn Helene Fischer ist jung und hat viel zu bieten. Abonnieren Sie den Kanal, um über die neuesten Nachrichten auf dem Laufenden zu bleiben. Bitte kommentieren Sie, damit wir die Qualität der Videoinhalte verbessern können. Florian Silbereisen gratulierte ihr, als sie hörte, dass Helene Fischer heiraten würde und bat sie, gut auf sich aufzupassen und bald wieder auf die Bühne zu gehen, worauf sich viele Zuschauer jede Minute, jeder Sekunde freuen. Thomas Seidel teilt Informationen, die er in seinem Herzen trägt. Helene Fischer möchte heiraten und Kinder haben. Standard, obwohl sie auf dem Höhepunkt ihrer Musik ist. Die moderne Musikszene stürmen. Jede Bewegung von Helene Fischer ist zu spüren, wenn das Baby 8 Monate alt ist, was umso interessanter ist, weil es ein Junge ist. Sein Bauch wird größer und seine Herzfrequenz wird größer. Das muss ein unartiger Junge sein. Wird ein Talent in der Gesangsbranche sein. März 2021 kommt der große Tag, an dem Helene Fischer, 37 Jahre, ihr kleines Wunder in den Armen halten kann. Alle Redakteure der Promi-Kanäle warten Tag für Tag auf die Geburt des Babys. Thomas Seidel teilt sein lange verborgenes Geheimnis. Damit sei der Traum von einer eigenen Familie endlich wahr geworden, freute sich Thomas Seidel vor der Presse. Helene, jetzt im 8. Monat. Die Freude von Thomas Seidel sei auch in ihrem Gesicht zu sehen, sie sei überglücklich und habe zum ersten Mal ein einzigartiges und überwältigendes Gefühl gespürt. Jede Beiträgen. Und wie jede werdende Mutter war sie angenehm überrascht, davor wird ihr Kind wie Thomas Seidel aussehen. Und überlege, was sie sich für ihre Kinder wünscht, Superautos und Villen oder einen wirklich schlauen Kopf. Helene Fischer, sie will ihren Kindern eine unbeschwerte Kindheit schenken, von der auch Florian Silbereisen träumt. Dieses Jahr hätte Helene Weihnachten mit ihren Kindern und ihrem Verlobten Florian Silbereisen verbringen können und das würde Spaß machen, oder Fan. Vielleicht sitze ich dieses Weihnachten mit ihrem Baby und Florian Silbereisen unter dem Weihnachtsbaum. Und dann erzählte der stolze Vater die Geschichte, Thomas, 36 Jahre alt, Helenes Freund. Er kümmert sich, er teilt die Liebe, schwärmte Helene von ihm, was erstaunlich ist. Und das sind wahrscheinlich die besten Eigenschaften eines guten Mannes. Jetzt kann das Baby kommen. Ich freue mich auf jeden Tag. Bitte hinterlassen Sie unten einen Kommentar, damit wir den Inhalt besser verbessern können. Wünsche dir Momente der Entspannung und des Spaßes. Wir sehen uns morgen in den neuesten Nachrichten.